So, willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei Twine 2. Und wir sind immer noch in den düsteren, beziehungsweise nicht mehr so düsteren Pilzhüllen unterwegs. Hier sieht ja alles wieder etwas freundlicher aus. Und ja, wir, so wie es aussieht, müssen wir mal wieder eine Pflanze gießen. Ah, hier ist wieder so Giftzeug. Da sollten wir nicht unbedingt reingehen. Springen wir erstmal hier hoch. Da oben ist wirklich schon wieder ein Checkpoint. Okay, mit den Blättern könnte ich theoretisch Wasser auffangen. Bringt aber nicht gerade viel. Was war daneben? Wir können ja fast hoch genug springen, um an den Checkpoint ranzukommen. Aber nein, reicht nicht ganz. Ich denke mal, wir müssen hier mit dem Wasser rumhantieren. Ja, nicht so schnell. So, und jetzt hier drauf gießen. Das reicht nicht. Noch mehr. Das hat jetzt gereicht. Sehr gut, noch ein Sprungpilz. Und weiter geht's. Und hey, das hier sieht mal wieder richtig schön aus, der Wasserfall da im Hintergrund. Mit den ganzen Verwirbelungen drin. Ach, ich mag Wasser. Und ein riesen Sprungpilz, der uns vielleicht nach da oben befördern kann. Ja, tut er tatsächlich. Und oh, Goldschatz. Hallo, Goldschatz. Ich bin reich. Das ist so eine Twine-Truhe. Ja, okay. Gucken wir uns einfach mal hier drin. Oh, ein Sammlergedicht mal wieder. An des Wassers Fall, da können wir ruhen. Schlaf hier bei mir ein. Nichts wird dir was tun. Okay, diesmal scheint es nicht um die beiden Schwestern zu gehen. Aber schöner Regenbogen. Und ich sehe einen Haufen Gold am Ende des Regenbogens. Ja, ja. Lieber schnell weitergehen. Nicht zu gierig werden. Gibt es hier drunter was? Nö. Hier gibt es nur wieder eine Rutschpartie. Oh. Und abwärts. Uah. Hey, das hier sieht schön aus. Das hier sieht echt schön aus. Also bei der Umgebung haben sie sich ja richtig viel Mühe gegeben, die Entwickler. Meine Güte. Regenbogen. Da hinten das Sonnenlicht und das ganze Wasser. Sieht herrlich aus. Ich bleib mal hier kurz einen Moment stehen. Das sieht richtig schön aus. Aber na gut, weiter geht's. Und hey, wir haben... In den Höhlen hatte Pontius ein paar Pilze gesammelt. Doch haben Soja und Amadeus ihn überredet, sie nicht zu essen. Amadeus hatte sich an früher erinnert, als er in seiner Schulzeit einmal einen Pilztrank gebraut hatte. Das hatte in der Tat kein gutes Ende genommen. Als die Helden aus den Höhlen stiegen, trafen sie auf das erste Licht des Morgens. Ja, sehr schön. Also, sie sind aus der Höhle gekommen und unser Ritter wollte die Pilze essen. Zum Glück hat er es nicht getan. Eine wunderschöne Morgendämmerung. Es sollte jetzt nicht mehr weit zu Roosevelts Schloss sein. Und ja, wir haben es aus den Pilzhöhlen geschafft und... Oh, ist das ein schöner Lichtschein hier. Oh. Also die Gegend hier sieht ja mal... Und das Meer.
das Meer. Wow. Das sieht jetzt mal aus. Da oben in den Bäumen sind ein paar große, haarige Früchte. Die heißen Kokosnüsse. Oh, da sind das also ein paar große, haarige Nüsse. Nein, es sind Früchte. Sollten sie dann nicht Kokosfrüchte heißen? Ich weiß es nicht. Das unterhalten die beiden sich über Kokosnüsse. Ja, sehr schön. Aber ja, das sind ziemlich große Kokosnüsse. Und wir können unter Wasser schwimmen. Oh, guckt euch mal die Lagune hier an. Boah, das sieht ja richtig toll aus. Und ja, ich schwärme zum ersten Mal seit einer ganzen Weile wieder von einem Gebiet. Weil bis jetzt hatten wir immer nur diese düsteren Tunnel und Sümpfe und Wälder. Aber jetzt haben wir so einen richtig schönen Strand und alles. Wow. Also ganz ehrlich, hier möchte ich Urlaub machen. Aber bitte ohne Goblins. Das sieht nämlich hier wieder so aus. Nein, Krebs. Ich wollte gerade sagen, das sieht hier wieder so aus, als ob hier gleich Goblins kommen. Oh nein, das ist ein Krebs. Den wir auf den Kopf rumspringen können. Aber treffen tun wir ihn leider nicht. Wow. Hier geht's runter. Oh, und ich merke gerade zum ersten Mal, dass Pontius auch schwimmen kann. Ich möchte gerne hier hoch, danke. So kommen wir also auch hier rüber, wollte ich sagen. Aber nein, man lässt uns nicht. Ah ja, sieht das hier unten schön aus, auch wenn hier alles wieder voller Müll liegt. Schwimmen wir mal mit Soja weiter. Mit unserer Diebin. Explosionsfässer und Piranhas. Ob die unter Wasser explodieren? Ich glaub's mal nicht. Hoch hier. Die Stachelkeule sieht bedrohlich aus. Boah. Nein. Mist. Hey, wir können uns an die Kokosnuss schwingen. Bringt uns leider auch nicht wirklich viel. Müssen wir uns wieder so ein Eisfloß basteln. Schnell hier hoch. Die Flammen ausschalten wird schwierig. Denn die Dinger gehen ja kaputt. Hey, wie soll das jetzt gehen? Na, ich verstehe es schon. An dem Piranha-Fisch vorbei, der uns zum Glück bis jetzt noch kein einziges Mal gebissen hat. So, das große Fass schnappen. Es in Brand stecken. Ja, es steht in Brand und... Sehr gut. Ah, sehr schön. Die krachen nicht mal runter.
Ich würde schon gerne an das da oben rankommen. Aber ich denke mal, dazu brauchen wir noch einen Pass. Komm. Und da ist meine Kiste abgefatzt. Naja. Man kann nicht alles haben. So, jetzt warten wir hier. Das war nicht ganz der richtige Winkel. Nein, das war falsch. Okay, der schwingt leider nicht mehr so hoch, wie ich es gern hätte. Da muss ich ihm mal wieder einen Anstoß geben. Erst einmal das Ding wieder dranhängen. Und ihn dann schwingen lassen. Hier hoch. Nein, das war nicht gut. Ich glaube, ich komme eh nicht richtig an das da oben ran. Egal, ich lasse es mal jetzt da drüben stehen. Somit habe ich die Erfahrung ja auch nicht. Schon wieder so ein Feuerspiel. Liegen kurz hier. Das war das so toll. Oh, schöne Flucht. Verprügeln die sich jetzt da gegenseitig? Scheint was zu. So, und das war's auch mit dem da. Ah, wieder ein Stufenaufstieg. Jetzt will ich erst einmal aber da hoch. Von da rüben. Eine Kiste. Okay, und jetzt noch mal da hoch. Ich hätte jetzt gucken sollen, dass ich die Erfahrung einsammle. So. Und jetzt hier umlegen. Das hier sieht wieder interessant aus. Oh, und da sieht man das Schloss im Hintergrund. Wow, das sieht toll aus. Also nach den ganzen düsteren Gebieten. Sieht das hier wieder mal richtig schön aus. Hier drehen sich die Plattformen, ne? Aua. Nein. Komm, fahrt noch mal raus. So, nämlich.
Erstmal das da oben. Da dürfte ich hinkommen. Sehr gut. Genau so. Das bringen auch nämlich die Feuerpfeile etwas. Nein. Komm. Komm zum Papa. Ah ja, okay, das macht das hier das Gewicht. Aber ich glaube, bevor wir hier weitergehen, erstmal kurz hier reingucken. Zwei Punkte haben wir wieder. Noch einer, dann kommt der Explosivpfeil. Aber jetzt erstmal wieder ein Cut hier. Bis gleich.